Tage, morgen. Herzlich willkommen zu Gottschalk. Heute melden wir uns aus der feinsten Ecke von Hollywood. Aber nicht, dass Sie denken, wir machen hier einen Betriebsausflug oder so. Nein, wir haben Gäste. Sie erinnern sich, ich habe mir kurz vor Weihnachten ja für Russland die Kleider vom Leibe gerissen. Und es gab eine große Verlosung. Zwei haben das Glück gehabt zu gewinnen. Sie werden mit uns den Oscar besuchen, die Oscar-Verleihung. Aber das Ganze beginnt natürlich mit einem entsprechenden Rahmenprogramm. Und dieses ist das feinste Hotel. Derzeit sowieso, weil es fast ein Ausflugsziel geworden ist, das Beverly Wilshire Hotel. Es war nämlich der Drehort zu dem berühmten Film Pretty Woman. Und wir haben gedacht, wenn schon, dann richtig, und haben unsere beiden Gäste in der Pretty Woman Suite eingemietet, wo Richard Gere und Julia Roberts gewirkt haben. Jetzt wirken Sie da und ich wirke ein bisschen mit. Und Sie auch. Sorry, Mr. Gottschalk. Your heart was cleverly disguised. Penthouse. The penthouse. Yes, Mr. Gottschalk. Where to? Penthouse. The Pretty Woman Suite. Ein Hauch von Julia Roberts in der Luft. And the winner is who? Hallo. Hallo? Ist hier jemand? Oh, das ist ionisch-viktorianisch. Das ist das Haupttempelchen. Das ist die Hauskapelle. Hallo? Oh, der Salon. Oh, das Prominentenobst. Hoho! The Presidential Dining Room. Hier speist der Ronald Reagan. Hier saß Mutter Nancy und wer hier saß, ist nicht verbürgt. Ich war es auf keinen Fall. So, aber hier sind Sie auch nicht. Dann schauen wir doch mal durch. Bitte, bitte, kommend, kommend. So, oh, das ist die Suite. Und Richard Gere saß
Hier. So. Aber, oh, sind das Fluchten? Ist das eine Flucht, frage ich Sie. Schauen Sie mal. Und hier die Toilette. Schöner als bei mir zu Hause das Badezimmer. Schauen Sie mal rein. Und hier sind Sie auch nicht. Aber vielleicht hier. Hallo, the winner is here. Herzlich willkommen in Hollywood. Ich habe auch was mitgebracht. Oh, danke dir. Servus. Komm rein. Servus. Jetzt. Den Platz bitte. Tut uns leid, es ist ein bisschen popelig geraten, aber wir kannten das Hotel ja auch nicht. Seid ihr zufrieden? Bitte. Oh, der Präsidentenstuhl. Sonderwetter. Danke. So, alles in Ordnung bis jetzt? Bestens, bestens. Ja, war zwar ein sehr langer Flug, den wir hinter uns gebracht haben, aber so in der ersten Klasse, was wir gar nicht erwartet hatten, war schon sehr toll. Und Service an Bord, fantastisch. Wunderbar. Ich meine, der lange Flug, den konnten wir nicht ändern. Wir wollten euch auch wahlweise nach Nürnberg einladen zur Spielzeugmesse, aber wir haben gedacht, dann doch lieber L.A. Sehen wir vor. Weil wir noch mal in Deutschland sind, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht gerade zum Oscar kommt? Ich bin bei der Innungskrankenkasse in Essen beschäftigt und mache da EDV und Organisation. Ja, und wir haben uns da mal kennengelernt, bloß inzwischen bin ich bei einer AOK, bin da im Kundenbereich zuständig. Gut, dann würde ich sagen, brechen wir auf. Ich habe ein offenes Auto dabei. Das Wetter ist zwar nicht so warm wie gewöhnlich, es ist so kalt, dass ich das Dach nicht zubekomme und deswegen lassen wir es auf. Okay. Okay. Ja, frische Luft und Hollywood. Let's go and see it, ja, wie wir hier sagen. Also wie gesagt, dieses ist der teuerste Teil von Beverly Hills. Wettermäßig konnten wir nicht mehr machen, aber es ist immer noch möglich, offen zu fahren. Also wenn es auch schlecht ist, regnet es selten. Das, guck mal, jetzt Palmen. Jetzt Palmen. Hier Palmen. Bitte können Sie es mir verbinden. Ja doch, hundertprozentig. Jetzt kommen nur Palmen. Alles Palmen. Was das Tolle ist auf der ganzen Bauweise hier zum Beispiel, dass also jeder baut sich sein Haus, wie es ihm passt. In Deutschland muss man ja sagen, wenn also einer sich entschieden hat für, sagen wir mal, bayerischen Stil, muss die ganze Straße bayerischer Stil bauen. Ja. Darf keiner höher als 2,20 Meter, kein Fenstergitter 30 cm. Guckt euch das hier an. Der erste baut also Englisch, der zweite macht so eine spanische Hacienda, ja. Der dritte hat gar keinen Geschmack, das ist ein Pfefferkuchenhaus. Jeder, wie er will. Das ist wieder so mehr Spanisch. Spanisch, genau, du sagst es. Ja, das ist gar nichts. Guck mal, der hier mit dem Männchen, oh ja, da. Guck mal, das könnte dieses Dach haben. Nein. Da würdest du in Deutschland erschossen werden vom Bauamt. Weil das Dach also irgendwelchen DIN-Normen nicht entspricht. Der hat hier wieder so ein draußen. Hier, das ist wieder Südstaaten. Südstaaten, vom genau. Winde verweht. Georgia. Völlig richtig, der Mann. Es ist halt wichtig, dass wir Gewinner haben, die ein bisschen Ahnung haben von der Welt. Dieses Haus ist nicht besonders schön. Moment, jetzt ist Stopp. Hier ist immer rechts vor links immer erst ein Rolls-Royce, dann wir. So. Achtung. Aha, dieses Haus ist sehr hässlich. Deswegen bin ich mal mit Gunter Sachs gefahren, habe ich gesagt, das Haus ist sehr hässlich. Das habe ich mal ein halbes Jahr gemietet gehabt. Das war peinlich. Peinlich. Hier zum Beispiel, das ist wieder, das ist Altenglisch oder Französisch. Das ist Römisch. Ja, das finde ich toll. Das ist einfach, jeder macht, was ihm passt. Und letzten Endes sieht es immer noch besser aus als bei uns, oder? Wesentlich besser. Was bei uns, oder? Viele Touristen meinen ja, dass diese ganzen Hollywood-Stars hier begraben werden, aber nein, sie haben nur ihre Stars hier, ihre Sterne. Tennessee, Ernie Ford, hier müsste jetzt also Manfred Audi kommen, nein, Aretha Franklin. Und manchmal gibt es auch Überraschungssterne zum Beispiel, dass man einfach sagt, guck mal hier, was ist denn das? Und wenn man brav ist, darf man den Stern auch mitnehmen. Schau, ich löse ihn für euch hier raus. Bitteschön. Super. Und das ist das berühmte Chinese Theater. Von hier aus starten wir nachher zu einer Tour durch Hollywood. Zuerst gibt es was zu essen, und zwar auch in einem feinen Restaurant, wo die besseren Herrschaften essen. Ein Deutscher hat es gegründet, Kurt Niklas, und der lädt uns jetzt zum Essen ein. Wow. Okay. Ja, danke schön. Also jetzt zeige ich euch das elegante Hollywood. Das ist also der Bistro Garden, und das ist das Restaurant, wo hier die besseren Herrschaften. Dass ich mit Mütze rein darf, verdanke ich nur der Tatsache, dass ich den Meister kenne, Kurt Niklas, ihm gehört das Ganze.
Und Kurt, wenn ich richtig informiert bin, hast du ja im Grunde das elegante Hollywood-Restaurant erfunden. Wann war es, dass du als Deutscher das Restaurant geöffnet hast? Also eines Bistro da oben? In 1962. 62? Ja. Und du hattest ja einen hochkarätigen Partner, das wissen viele gar nicht mehr. Ja, ich hatte 60 Hollywood-Partners. Von Frank Sinatra bis zu Otto Preminger, Jack Warner. 60 Hollywood-Größen waren meine Geldgeber. Die haben alle $3,000. Das waren also $180,000. Mhm. Ja, vor 28, 29 Jahren hast du dafür noch was bekommen. Ja. Heute kämst du damit nicht weiter. Aber haben sich Ihre Aktien gelohnt? Sie haben es alle zurück in der Zwischenzeit. Die $3,000 investiert haben und riskiert haben, die haben zum größten Teil je $65,000 zurückbekommen. Mhm. Na, gibt es überhaupt noch den Nachwuchs? Also ich habe bei dir hier schon Kirk Douglas gesehen, Sophia Loren, also Mickey Rourke, der bei mir im Fernsehen war, der legt die Füße auf den Tisch und kommt mit der Sonnenbrille. Gibt es noch diese Eleganz in Hollywood, die es mal gegeben hat? Sind die neuen Stars aus dem gleichen Holz geschnitzt? Nein, natürlich nicht, aber die haben dann andere Plätze. Die gehen woanders hin. Aber dafür gibt es auch noch genug ältere Leute, die nicht nur in Hollywood, weil ich bin ja nicht ein Hollywood-Lokal, nur ausgesprochen in Hollywood. Ich habe viele Leute, also die Mrs. Thatcher, der Präsident Reagan, alle Leute von Rang und Namen der Industrie, der Politik kommen ja auch daher. Und die sind froh, wenn sie einen Platz haben, der nicht unbedingt nur für die Jugend da ist. Also noch einmal auf Hollywood. Jan, auf Hollywood. Noch viele Jahre großen Erfolg. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr gut. Da sind wir. Aber jetzt gehen wir schon das Bau weg. Das sind meine Gewinner. Ich muss ihn erstmal erkannt haben. Also, wie sagst du in Deutsch? Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ein Gedächtnisfoto. Also hier, wir zwei, ja. Ah, mein Mann wird jung. Eines Tages adoptiere ich sie. Tschüss. Also freut mich wieder, nachher noch ein Tschüss. Tschüss. Wir müssen hier kommen. Hier haben wir das Auto, hallo. Good afternoon, folks, and welcome aboard Hollywood Fantasy Tours. We're going to start our tour today in front of the world-famous Grauman's Chinese Theater. The Chinese Theater opened in 1927 with Cecil B. DeMille's The King of Kings, the silent classic all about the life of Christ. There were 170 stars' footprints here in the forecourt of the Chinese Theater. The first two stars to have their footprints here were silent film stars Douglas Fairbanks and Mary Pickford. They immortalized their footprints in cement in 1927. Jetzt geht's los. Also jetzt sehen wir den Stars nicht über den Zaun, aber ein paar große werden wir hoffentlich übers Fenster dann irgendwie sehen. Wir haben einen guten Ausblick hier, zumindest in die Ausschnitte von den Schauspielerinnen, so wie sie sehen. Also diese Touren, die gehen dann entweder so in Beverly Hills bei den Prominenten vorbei, aber die sind natürlich sauer, wenn man mit so einem Ding vorbeikommt, über die Hecke schaut. Deswegen fahren wir nur ein paar so, glaube ich, Älteren vorbei. Ich meine, also, Zsa-Zsa Gabor ist auch schon sozusagen also Mittelklasse, aber wir sehen noch Ältere, glaube ich. And these are the famous gates of Paramount Pictures. Nowadays, they are the pedestrian gates, but in their heyday, these were the only gates to Paramount Pictures. In den großen Tagen von Paramount ist das berühmte Tor gewesen, wo sie alle durchgeschritten sind. Sunset Boulevard, William Holden, Gloria Swanson, Eric Monstro. Was, Monstro? Ist die nicht Monroe? Italian limousine. In fact, rumor has it that if you hug one of the pillars off to the side of the gate and you say, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up now. Also ein Gerücht schon vorbei, wenn man dann diese komischen Pfeiler küsst und sagt, I'm fertig für die Nahaufnahme, dann wird man entdeckt, aber zu spät. Jetzt kommt der mit seinem Kran da vor die Nase. Das ist das neue Tor 1972 gebaut. And you'll see what remains of the old RKO logo.
can see the world up there on the corner. Ja. Da oben, das war dieses... Film production day. Now that's all Paramount Pictures, the most successful movie company in the world. Siehst du, Paramount, erfolgreichste Filmfirma der Welt. Also, wir haben ja gemerkt, dass wir bei unserer Hollywood-Tour mit den großen Stars nicht viel starten machen konnten. Die stehen allerdings auch früher auf. Es ist jetzt wirklich noch früh am Morgen, aber einer arbeitet schon seit vielen Tagen. Bereits dreht er Terminator 2. Es wird einer der teuersten Filme aller Zeiten. Es ist einer der teuersten Stars aller Zeiten. Und es ist einer der deutschesten, der kommt aus Österreich, Arnold Schwarzenegger. Jetzt, er ist bei der Arbeit, wir holen mal. Arnold, jetzt, ich habe eine große Einleitung gemacht. Das ist der real and only Arnold Schwarzenegger. Hier sind unsere Gewinner. Das ist die Claudia, das ist der Detlef. Freut mich. Servus. Hallo Arnold. Servus. Also was habt ihr gewonnen? Ja, Sie waren gut. Sie haben gespendet für Russland und alle, die gespendet haben, waren in einem großen Topf und Sie haben Glück gehabt und wurden gezogen. Willst du was dazugeben? Gratuliere. Gratuliere. Das ist sehr schön. Und was macht ihr jetzt hier? Ich sitze hier auf wie viele Tage? Zwei Tage? Drei Tage? Zehn Tage. Zehn Tage? Zehn Tage. Wie geht's zu den Academy Awards heute? Ja, richtig. Da siehst du die ganzen Stars. Ja, genau. Ich habe gehört, dass euch der Thomas Gottschalk hinten reinbringt, wo sie alle treffen könnt und ein bisschen Champagne trinken und essen mit den Stars und das Ganze. Genau. Ich sitze mit dem richtigen Mann hier in Hollywood. Er kommt überall rein. Also da habt ihr eine schöne Zeit hier. Hundertprozentig. Das ist in dieser Suite, weißt du, wo Pretty Woman gemacht wurde? Ja. Ich meine, ihr dreht ja natürlich noch vornehmer hier, aber... Nein, das ist nur recht normales Shopping Mall. Das sind jetzt die letzten paar Tage von Terminator, von der Dreharbeit. Ja. Und der kommt ja im Sommer raus, am 4. Juli hier in Amerika. Jetzt machen wir gerade die letzten paar Tage. Jeder ist sehr freundlich, dass wir ja zusammenkommen mit der Zeit. Und also, genau. Mhm. Du weißt ja, wie das ist. Oh. Es ist immer vom 6 Uhr in der Früh bis schon hier und dann bis 9 Uhr am Abend. Und jeder glaubt, dass das ein Star sein und ein Schauspieler sein ist so leicht. Aber du weißt, es ist immer alles schwere Arbeit wie alles. Das ist eben das, was man nicht glaubt, dass ihr also wirklich hier so früh am Morgen rumsteht. Bevor die Läden hier aufmachen, müsst ihr euren Dreh fertig machen. Ein Foto mit den beiden. Gib mir mal eine Kamera, dann mache ich mal ein Foto von den beiden. Darf ich mal ein Foto machen hier schnell? So, für die Dings. Für das Familienalbum. Oh, das ist wieder so eine komplizierte. Oh, wunderbar. Jetzt tun wir etwas, was in Kalifornien derzeit sehr in ist, in Los Angeles sowieso. Wir essen Sushi. Das kommt aus dem Japanischen. Su heißt Tod, Shi heißt Fisch. Also im Grunde handelt es sich um Fische, die im Wesentlichen bereits verschieden und nicht nachbehandelt sind. Deswegen beginnt man das Ganze mit einem kleinen Schlückchen reinigender Sake. Also hier, das ist ganz einfach, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist so ähnlich wie japanischer Schinkenheger. Und jetzt Prost zum Segen. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt gibt uns der Meister, das ist der japanische Charles Bronson, hier die Fische bitte rüber. Dankeschön. So, Sanara, wunderbar. So, schau mal, ein wunderschönes Bild. Aber dabei bleibt es nicht, denn das Ganze wird jetzt natürlich entsprechend stilvoll gegessen. Das Ganze, wie die Pommes beim Ketchup, fangen wir also mal leicht an, isst man Sushi mit Sojasauce. Also einfach hier so ein kleines Pfützchen. So, schau mal, der Kenner macht dann also diesen hier. Hapsala. So. Jetzt kann schon gar nichts mehr schief gehen. Jetzt nehmen wir also die Stäbchen zur Hand und jetzt geht's los. Für den Anfänger würde ich mal raten, also auseinanderbrechen, hinten ganz gemein. Jetzt hat er, ihm hat er so schöne Rollen gegeben, hier diese Reisrollen. Gebe ich dir auch mal eine. Guck mal, ich fahre dir mal eine rüber hier, weil das ist für den Anfänger das Beste. Die werden also mit der Hand so modelliert. Das machen die also richtig wie mit Knete. Und das ist also ein bisschen Seetang, ein bisschen Reis. Und in der Mitte sind diese grünen Dinger mit dem dicken Kern drin. Wie heißen die da drüben? Avocados, genau. Also los, mit A geht's los. Einzwicken, ruhig das Ganze. So, wie beim Mikado und hier immer schön eintunken. Touchen, touchen, touchen und Schleuderwände, hepp. So, und jetzt geschlossen, richtig, und hau weg. Ja, nicht hau runter, hau weg. Ja. Gut. Das war der Einstieg zum Entscheiden. Jetzt nähern wir uns den Spezialitäten. Wenn ihr euch das hier nochmal vielleicht in der Auslage angucken wollt. Hier ist also der gemeine Walfuß. Das ist also ein Stück vom Fisch. Das ist ein Tintenfisch. Man sieht noch sehr schön die Stempelchen hier. Und das ist Haibacke. Weiße Haibacke. Und jetzt, so sieht das also in der Form aus. Ich gebe dir eins rüber. Das ist Tuna, also der Thunfisch. So.
Der ist im Wesentlichen also jetzt sozusagen von der Haut befreit. Auch der wird einmal in der Soja gewendet. Und immer schon mal hier dieser Reismagen. So. Einmal. Ja. Nicht den Reis verlieren. Nicht den Reis verlieren. Und schön tunken, tunken, Tunkfisch. So. Daher der Name. So. Und jetzt, ohne zu lachen, immer quetschen, 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 dass er sich nicht wehren kann. Und hau weg. Oh. Nicht mit dem Essen spielen, und der Klo. So. Okay. Schmeckt doch gut. Entweder Sake zwischendurch, damit das alles nicht klumpt im Magen. Und Achtung, fertig. Wollen wir gemeinsam? Und hepp. So. Immer schön eintauchen. So. Ihr müsst also natürlich auch im Hinterkopf behalten, dieses fantastische, das ist eine Kunst, das zu machen. Also wie Ikebana bei den Blumen, das ist Fischebana. Was ist das hier? Das sind die Shrimps, die haben wir nicht zum Beispiel. Das ist mal eine Shrimp-Roulade hier rüber. So. Also über Meer. Nein, nein, über Meer. Schau da. Wichtig ist, dass man das Schwänzchen also vorher abtrennt, damit es nicht in falsche Hälse kommt. Achtung. Oje. Jetzt wehrt er sich. Moment. Na gut, dann werden wir ihn hier einmal durchschwenken. Warte mal. So. So. Kann ich auch wieder nachträglich füllen hier. Bisschen Reismagen. So. Nicht Reismagen. So. Aber ich bin jetzt, jetzt geht die Ferkel leider los. So. Schau, und jetzt schön mit den Stäbchen und nach vorne weg. Oh je. Oh je, je, je. Jetzt. Jetzt geht's dahin. Machen wir erstmal so hier. Wie ein Fischküsschen. So. Das ist sehr gut, das schmeckt sehr gut. Noch einmal hier. Was ist das für. Sapporo? What is this? Egg. Sweet egg. Sweet egg. Süßes Ei. Also sozusagen, so feiert der Japaner Ostern. Mit einem Stückchen süßen Ei. Warte mal hier. Na. Warte mal, süßes Ei. Schmeckt wie süßes Ei. Kost mal. Also Eierstich, würden wir zu Hause sagen. Müsst auch mal ein Stück vom süßen Ei? Das ist aber, glaube ich, schon das ist der Nachtisch. So, noch einmal hier die etwas schärfere. Und was ist das hier? Oje, oje. Na, das sieht nicht gesund aus. Warte mal, hoppala. Das lassen wir liegen, glaube ich, oder? What is this? Sea urgent. Sea? Sea urgent. Sea urgent, also... See dringend. Urgent heißt dringend und See dringend. Eine Seekrucke ist es wahrscheinlich, glaube ich, ja. Aber du, da sehe ich lieber meine Krucke als die. So, nee, das würde ich sagen, das lassen wir hier so als Senf, mehr Senf quasi. Aber noch einmal den hier. So, gut. Ich glaube, das reicht, aber jetzt können wir uns dann gleich anderen Dingen zuwenden. Es ist ja so, dass man jetzt bei den Zuschauern vielleicht den Eindruck hat, auf unsere Kosten fressen sie sich da beim teuren Japaner den Bauch voll. Sehen Sie, das ist das Schöne bei RTL. Früher war das immer so, dass man gesagt hat, Mensch, von unseren Gebühren machen die sich einen schönen Abend. Wir leben hier, zumindest beim Japaner, von unserer Werbung. Und deswegen kommt die jetzt. Heute ist der wichtige Tag, heißer, heute kommt der Oscar und da hinten, diese Suite ist eure. Guck mal, da habt ihr also den Blick auf die teuerste Straße von Los Angeles, das ist der berühmte Rodeo Drive. Und den beginnt natürlich, den Oscar-Tag beginnt der wohlhabende Besucher mit einem Besuch hier und das wird teuer. Also pass bloß auf, dass die Verlobte hier nie mit deinem Geldbeutel einkaufen geht. Da wirst du arm. Da kostet nämlich also eine Krawatte um die $300. Die Parkgebühren sind so teuer wie bei uns die Autos hier. Und hier sind die internationalen Designer, selbstverständlich. Meister Bossini, Balli, Sanrelli, Bartelli, Goldpfeil. Aha, so weit sind wir schon. Wir gehen noch einkaufen hier. Ja, okay.
Ich würde sagen, Kleider können wir uns nicht leisten. Krawatten tragen wir sowieso nicht. Und der Duft. Der Duft ist das Entscheidende. Wie soll sie heute Abend duften? Süß-lieblich. Süß-lieblich. Das tut sie jetzt schon, aber sie wird noch süßer und lieblicher und teurer duften, wenn wir aus dem Laden hier wieder rauskommen. Ja, okay. Na? Ist das Edel, hä? Hallo? Oh, pass auf, die haben eine tolle Idee hier. Sie bleibt freundlicherweise hier, denn, komm gleich zurück, was die gute Idee ist, die Herren werden hier nämlich separiert und die Damen geben das Geld aus. Damit man keinen Schock kriegt, kriegt man hier einen sehr starken Kaffee. Das ist der berühmte Keeper David. Hallo David. Hallo. Und hier kaufen die Großen dieser Welt. Beispielsweise da mein Freund Arnold von gestern. Ja. Kim Basinger, meine Freundin von morgen, was weiß man denn. Und hier noch ein paar. Hier Clint Eastwood und die Herren Präsidenten und die Damen. Du bleibst ganz ruhig, weil die Kosten übernehmen wir, es entstehen also keine Unkosten. Wir riechen mal ein bisschen an der Dame. So, bis gleich. Okay. Ja, doch, okay. This is called 273. It's by Fred Hammond, who is the original creator of Georgia. Himmels, wenn ich muss unterbrechen, nicht, dass ihr die Familienflasche kauft. I'm sorry to interrupt, but we need the smallest bottle you have. $850 Ei, 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 ei. Wird eben reichen. Natürlich. Na gut, dann nehmen wir nehmen den Mittelweg. Also, we take this one. Ja, yeah, we take this one and maybe this one for me. I mean, it's just, okay. Gut, ist auch in Ordnung. Riecht gut, ja? Darf ich einmal testen? Wunderbar. Aber gute Geruch alleine riecht nicht, beziehungsweise reicht auch nicht, sondern wir müssen natürlich gut aussehen. Und weil es wenig Sinn hat, wenn nur wir beide gut aussehen, müssen wir auch Detlef mitnehmen. Also gut, wir gehen dann. Thank you. Just wrap it in. Und ja, okay, wir nehmen das. Und das auch für die Handtasche und das für den Koffer und dann gehen wir Geld zum Föhnheitssalon. Einmal schön sein. Gut. Thank you. I mean, my butler is gonna get it. Okay. Thank you. Gut. Detlef, komm. Vergessen. Denn jetzt riechen wir gut, aber wir wollen auch gut aussehen. In der Kürze der Zeit werden wir auf keinen Fall eine Schönheitsoperation schaffen, aber zumindest ein bisschen raffen. Da gibt es tausend Sachen. Also es gibt ja Schönheit für die Fingernägel, Schönheit für die Frisur sowieso und dann vielleicht ein kleines Lifting bei uns beiden. Das war gut. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet.
I'm Thomas. Nice to meet you, my name is Charlie. Charlie. Charlie gehört der größte Zigarrenladen der Welt. Das heißt, hier kaufen die ganzen Hollywood-Stars ihre Zigarren. Und Sie sehen, jeder hat da so einen kleinen Tresor, wo er seine Dinge aufbewahrt. I just tell them about the shop. Also hier zum Beispiel wird die berühmte Zigarre aufgewahrt, wegen der Dr. Zhivago seine Frau verlassen hat, weil sie eben immer Zigarre geraucht hat. Oder beispielsweise die Zigarre, die Charlton Heston als Moses geraucht hat. Und hier bewahrt auch Sylvester Stallone seine Zigarren auf beispielsweise. That's Stallone. He's put his cigars in here. Mitchell Cole, hier nennt man ihn Mitchell. Bei uns heißt er ja Helle. Und deswegen raucht er auch die Hellen. Und wir brauchen jetzt eine richtige Star-Zigarre. We need a real Star-Cigar. I mean, like this one. You fall down if you smoke some. You have a real, the real torpedo? Of course. Also, das sind die ganz guten. Oh. Nice cigar. Nice cigar. Handmade, very good. Handgemacht, sehr gut. In Plastik eingepackt. Sie wissen, hier haben Sie alle ganz große Angst. Aber we take them. Okay? All right. Five of these? No problem. Mehr können wir uns nicht leisten. Please, join to our store. Aha. Gut, ich krieg's Schächtelchen. Pack a gift wrap. Been very nice. Sure. Thank you. Please. Gratulazione, Giuseppe. Ciao, come stai? She's looking like new. She is new. Giuseppe Franco. It's like Giuseppe Ciao. Verdi. The best Italian ever. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. Have a good time at the Oscars. Oh, wonderful. How you did it? With the tongue? I mean, mit der Zunge gekämmt. Deine Zigarren, pass auf. Also hier, das Beste vom Feinsten. So, guck mal hier. Alles voll für dich. Also bei Film. Und jetzt, bitteschön, Oscar wartet. Okay. So, also Oscar, wir kommen. Im Hintergrund liegt noch einmal unser Hotel, da liegt es und darf nicht mit. Aber wir werden uns jetzt ein bisschen amüsieren. Wollen wir etwas fröhlich erregt ankommen mit Tankstelle hier? Schnäpse? Wir sind fröhlich erregt. Wir sind fröhlich erregt. Es gibt ja auch übrigens, ich habe es noch nicht gesagt, aber es hält sich in Town hartnäckig das Gerücht, dass dieses Jahr erstmalig der Knie-Oscar vergeben wird. Und bei Foreign Knee, schaut ja, muss ich sagen, liegst du also gut. Weil ich auch gerade sehe hier, die Nagelpolitur ist ja jetzt wieder ein bisschen dezenter geworden, also nicht mehr die rote Kralle. Und auch hier der Rundschnitt. Also früher haben die Amerikanerinnen das immer sehr lang angelegt. Und jetzt ist wieder also hausfrauenfreundlich hier auch für die Spülhand. Klassische Kurz, elegantem Lack. Ist genehmigt, ja? Ist genehmigt. Zwischendurch immer wieder mal ein bisschen Galanz, ein bisschen Eleganz. Betrifft auch meine Schuhe übrigens. Also deine Fingernägel sind nur noch von meinen Schuhen zu übertreffen. Schauen Sie, das ist jetzt also die Lackleih-Sandale hier. Sowas von elegant. Da kann man natürlich sich beim Rasieren auch immer noch im Schuh zwischendurch kontrollieren. Möchtest du dann auch mal vielleicht hochnehmen, damit man sieht, weil wir leihen ja beim gleichen Händler. So, bitteschön. Also, wir kommen. So, herzlich willkommen. Hier sind wir vor dem Shrine Auditorium. Wir haben es also durch die erste Absperrung geschafft. Ich habe mein Mikrofon durchgeschmuggelt, indem ich gesagt habe, dass ich ja meinen Herzschritt mache, sonst dürfte ich hier gar nicht mehr reden. Diese Menschen sind also alle gekommen, nicht etwa um uns zu sehen, sondern um den Oscar. Das heißt, die kommen natürlich alle nicht rein, sondern die haben ihre Zuschauerkarten hier. Die jubeln jeweils, wenn Stars vorbeikommen. Einer klopft an meiner Seite. Ah ja. Ah ja, I'm sorry. Okay, siehst du? Aha, so, also jetzt, da war jemand vom japanischen Fernsehen und jetzt kommt Stimmung auf. Jetzt kommt vielleicht, nein, er war es nicht. Nein, er ist es doch, Tom Cruise. Er ist ja ziemlich klein, aber ein hübscher Mensch, keine Frage, diesmal aber nicht nominiert. Das sind unsere deutschen Nominees, Senta Berger und Michael Verhoeven für das schreckliche Mädchen. Halt, das ist der doppelte Tulip hier, nicht nominiert, aber
optisch hochinteressant. Auch die Damen nicht nominiert, aber zwar mehrere Löcher im Kleid. Hinten. Die Dame mit Häschen, aber nicht nur. Hoppala. Der begeistertes Publikum, das ist Whoopi Goldberg, nominiert für Ghost. Und da ist vorne Richard Harris auch nominiert und natürlich Kevin Costner. Er wird der große Abräumer heute Abend werden. Richard Harris nochmal. Ja, Jeremy Irons auch nominiert. Er hat diesen von Bülow gespielt. Oh, Richard Gere. Sieht von hinten immer noch besser aus als andere von vorn. Übrigens, neben ihm ist die Verlobte hier von ihm, nicht Pretty Woman. Die sieht anders aus inzwischen. Schönes Kleid, könnte man auch andersrum anziehen. Da geht sie hin. Das ist sie, das ist Pretty Woman. Also das war Pretty Woman, jetzt ist nur noch Julia Roberts. Rechts neben ihr Kiefer Sutherland, also der kleine Sutherland. Jetzt muss sie nett sein. Also mir hat sie mit langen Haaren besser gefallen, nicht so gebleicht. Gesund sieht sie nicht aus. Und Kiefer, guck mal, da ist Kiefer wieder. Michael Douglas. Er hat dieses klassische Hollywood-Winken, an dem arbeiten wir hier noch. Das ist Sophia Loren. Boah, sieht doch toll aus, Mensch, für 47. So, noch sieht man uns, jetzt verschwinden sie in der Halle des Dings. Aha, hier wartet schon Rachel Welch auf mich und versucht mich zu küssen. Moment, vielleicht können wir es der Kamera zeigen. Hier ist sie. Schau, jetzt küsst sie mich. Ich hoffe, sie haben es mitgekriegt. Hier, sie küsst mich jetzt noch einmal. Jetzt will Abel die Frau wegnehmen. Live from Los Angeles, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences presents Oscar, the 63rd Annual Academy Awards. Jeffrey Perkins, Bill W. Benton, Greg Watkins, and Russell Williams II for Dances with Wolves. And the Oscar goes to John Barry for Dances with Wolves. The Oscar goes to Neil Travis for Dances with Wolves. And the Oscar goes to Dean Semler, Dances with Wolves. The Oscar goes to Michael Blake for Dances with Wolves. And this year, the Oscar for directing goes to Kevin Costner for Dances with Wolves. And the Oscar goes to Dances with Wolves, Jim Wilson and Kevin Costner. Producers. Hier morgen nach dem Oscar. Gemeinsames Frühstück im Hotel nochmal und Resümee. Wie war's denn? Fantastisch. Einfach super. Falsch. Es war ein Desaster. Es war furchtbar. Denn die Pressekritik macht nicht mal vor dem Oscar halt. Also als Fernseherlebnis war es ein TV-Desaster. Warum? Jeder hat gewusst, wer gewinnt. Und außerdem war es furchtbar. Es war langweilig. Sie verstehen nicht, wie man es macht. Ich bin so froh. Da meint man doch, dass der Oscar das Letzte wäre. Billionen von Menschen sehen zu und die Zeitungen sagen, naja gut, das ist ein Hauchamt des Filmgeschäfts, aber nein, sie machen es auch fertig. Gut, das beruhigt uns, wenn sie nicht fertig machen und ihnen schon gar nicht. War schön, gell? Super, fantastisch. Doch. Wir haben, das glaube ich, kann man sagen, eine Menge gesehen. Wir müssen zwei Geschichten erzählen, die wir noch nicht wissen. Wir haben nämlich zwei Leute gesehen. Einen, den wolltest du sehen, den habe ich gesehen. Ja.
Um die Ecke steht Richard Gere, wartet auf sein Auto und sie ist wieder nicht dabei. Aber, jetzt erzählt sie, wir haben einen der Großen dieser Filmwelt die Hand geschüttelt. Komm, sag selber, wer es war. Ja, bei den letzten Dreharbeiten lief uns Warren Beatty über den Weg. Kamerascheu, aber er hat uns doch begrüßt. Waren wir schon ein bisschen stolz auch. Gell, freundlich. Ja, also er hat natürlich gesagt, filmen lasse ich mich nicht, weil natürlich, also er hat ja nicht mehr er steht nicht mehr so im Saft wie wir und hat gesagt, Telefon, der Präsident, vielleicht ruft er jetzt an, will doch noch mitspielen. Wie auch immer. Also wir haben ihn getroffen, wir haben guten Tag gesagt und hier, diese Hand hat Warren Beatty. Diese Hand, das ist die Grußhand Warren Beatty berührt. So. Wir haben Pretty Woman Feeling gehabt. Sie zu Hause leider nicht. Ich meine, so ein bisschen. Hier saßen sie beim Frühstück, die Herrschaften. Ich meine, Sie können das natürlich erleben. Wir haben ja ein bisschen gemogelt, so mit Film reingebaut. Sie haben es gemerkt. Sie können sich die Kassette zu Hause leihen und können den Film angucken. Sie können sie auch kaufen, wenn Sie wollen. Wir brauchten das nicht. Wir haben es im Original gehabt. Genau. Dieses war aber noch nicht alles, denn ein weiterer Höhepunkt ist noch geplant. Unser letztes Frühstück. Breakfast, please! Frühstück mit David Hasselhoff. Oh, guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Gut? Sehr gut. Sehr gut. Welcome in the Beverly Wilshire. How are you doing? Hello. Nice to meet you. Claudia. Hello. Hello. Welcome. Hi, Thomas. Good to see you again. Good to see you, man. David. All right. Bitteschön. Thank you. Er muss jetzt also nicht Frühstück servieren. You mustn't do that. I mean, we have a professional, but it's nice having you here. Good morning. I actually started off as a waiter before I was an actor. Ah, erzählt gerade, dass er als Kellner angefangen hat, bevor er ein Schauspieler geworden ist. Yeah, but I wasn't a very good waiter. Kein besonders guter Kellner. So, David, schön, dass wir dich mal in deiner Heimat kennenlernen. I mean, it's nice, that's the way you live. You had a long way to come here. Hat's lang gedauert, bis du hergekommen bist? No, just came right over the hill, and the weather was gorgeous, and it's always a pleasure to see you. Yeah. And I heard that they had won a contest, and for a very good cause, it's my pleasure. Er hat einen Wettbewerb für einen guten Anlass gewonnen. Er freut sich, dass er zum Frühstück da ist. Yes. So. Was möchtest du ihn denn fragen? Wahrscheinlich Autogramme für die Enkel und Cousinen? Für die Enkel vor allen Dingen, ja. Fürs Patenkind. Fürs Patenkind, okay. Later they ask for an autograph, but yeah, of course. Yeah, I brought you some albums and a fitness book. Oh. What? As you know, Thomas and I are into fitness. Watch. Some pictures from Baywatch, okay? Oh. So we'll do that later. Thank you. Surely. Dankeschön. So, David, er macht dir jetzt wieder eine Knight Rider-Geschichte, macht dir jetzt schon wieder Fahrstunden, right. You brought it? I saved at least 5 Deutsche Marks because the car parks itself. Yes, you don't need valet parking here. Yeah. Er spart sich immer Geld, weil das Auto sich von selber einparkt, also er braucht kein valet parking right. zu machen. Kid, pick me up in 5 Minuten. Good to have you back. Thank you very much. This black car. Yes, sir. So, dann dürfen wir ihn herzlich einladen, also auf, selbstverständlich auf unsere Kosten zu frühstücken und euch auch. Und von Ihnen muss ich mich leider verabschieden. Das ist das Elend, dass wir Sie jetzt rausschmeißen. Wir sagen Dankeschön, es ist Nacht in Deutschland, Frühstück bei Beverly's hier in Hollywood. Und nachdem das so großen Spaß gemacht hat, also nicht nur euch hoffentlich, sondern auch mir, können wir das ja gerne nächstes Jahr wieder machen. Wir wissen noch nicht, aus welchem Anlass, aus welchem Zweck. Der Preis wird auf jeden Fall ähnlich toll sein. Vielleicht eine Baggerfahrt durch die Eifel oder irgendwas in diesem Stile. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Das war Gottschalk aus Hollywood. Nächstes Mal wieder aus München.